Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder etwas für die Küche dabei. Und zwar ist es hier diese Küchenmaschine von der Firma Bosch. Und da gucken wir uns einfach mal an, was alles dabei ist. Es gibt ja von diversen Anbietern. Gibt es natürlich einen ganz besonderen, der da ganz groß auf dem Markt ist. Aber ich sag mal, bei so einem Markenhersteller, wie es in dem Fall ist von Bosch, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Dafür sprechen schon die Bewertungen auf Amazon eben. Und gucken wir uns mal einfach an, was alles dabei ist. Erstmal hat die Maschine 1000 Watt, was im ersten Moment nicht so viel klingt, aber laut von den Bewertungen her würde ich sagen, es ist wirklich eine klasse Maschine, die völlig ausreichend ist für die normalen Küchenarbeiten. Und da gucken wir einfach mal an, was alles dabei ist. Weil es gibt nämlich von der gleichen Maschine, gibt es glaube ich drei verschiedene, ich sag mal, Pakete, die da geschnürt worden sind, wo immer etwas anderes dabei ist. Das heißt, da ist mal vielleicht kein Mixer dabei, dafür ist dann wieder so ein besonderer Quirl dabei. Und genau, da muss halt jeder selber für sich entscheiden, was es gibt. Was noch anzumerken ist bei der Bosch-Maschine, sie ist wirklich vom Zubehör, was dazu gekauft werden kann, wirklich sehr umfangreich. Also ihr könnt alles Mögliche am Zubehör kaufen, das zeige ich gerade mal hier. So, und zwar, wenn ihr die Verpackung öffnet, seht ihr gleich das ganze Zubehörset, was es alles gibt. Also es gibt wirklich, wie ihr hier sehen könnt, so viel an Zubehör, dass ihr hier zu der Maschine kaufen könnt. Das könnt ihr eben bei diesen billigen Maschinen eben nicht im Normalfall, weil die einfach nicht so viel anbieten. Die haben dann meistens ihr Paket, was geschnürt worden ist und das war es dann auch schon. Und wenn man hier guckt, ist ein Fleischwolf dabei, eine Saftpresse, Pasta-Maker, also so eine Pasta-Zubereitungs-Utensilien, diverse Schalen, ja, irgendwelche Quirle. Also wie ihr seht, ist alles dabei und das ist noch nicht mal alles. Wenn ihr auf Amazon zum Beispiel geht, seht ihr da so viel Zubehör, was hier noch ist. Und dann zeige ich euch einfach mal die Maschine, wie die aussieht. Ich habe die jetzt schon mal hier ausgepackt. Eine CD ist auch noch dabei, genau, das darf man auch noch sagen. Gucken wir uns einfach mal an, was hier alles dabei ist. Und zwar habt ihr hier einmal die Maschine. So sieht die hier aus. Ich stelle die mal. So, jetzt steht sie hier vorne. Dann seht ihr schon mal hier, so sieht die Maschine aus. Wirklich super schön gehalten. Eben nicht in diesem schlichten Weiß oder Schwarz, wie es ja meistens der Fall ist. Sondern wirklich in so einem, ich sag mal, so einem Beige mit Silber abgesetzt. Und dann noch diese Chrom-Applikationen, die hier drauf sind. Ist jetzt kein Metall, ist jetzt wirklich nur so ja, designmäßig gemacht. Hier oben ist dann diese Ablage, wo man eben in dem Fall hier diesen Mixer anschließen kann oder aufsetzen kann, so wie ich das verstanden habe bis jetzt. Hier habt ihr den Drehregler, der wirklich schön funktioniert. Hier könnt ihr auf manuell schalten oder auf aus eben. Hier habt ihr dieses, ja, diesen, wie nennt man das, diesen Bottich halt dafür mit dem ganzen Zubehör, was auch eine klasse Sache ist. Ja, mitgedacht hat Bosch auf jeden Fall hier mit so einer Tasche, die mitgeliefert worden ist, wo einfach diese ganzen kleinen Teile, die sonst in den Schubladen irgendwo verschwinden und rumfliegen, habt ihr hier schon eben in so einer Tasche verstaut, das ist automatisch schon dabei. Ansonsten habt ihr hier noch eben diese Schüssel, die wirklich super hochwertig wirkt. Also ihr hört es ja selber. Was wirklich klasse ist, dadurch, dass hier nichts rausfallen kann, hat ihr hier unten also Einkerbung, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Genauso Einkerbung, damit ihr das wirklich hier einrasten könnt. Und damit ist es dann ganz fest. Die Maschine an sich, klasse gelöst, hat unten vier Saugnapfe verbaut. Das heißt, ihr könnt hier wackeln, wie ihr wollt. Ihr seht es ja selber, da wackelt nichts, da passiert nichts. Das heißt, die kann wirklich in Ruhe alleine arbeiten. Und es wird wirklich nichts irgendwie verschoben auf der Theke, dass ihr euch irgendwie wundert, dass die Maschine einen halben Meter weiter nach links steht, wie, wo ihr sie zuletzt gesehen hattet. Eben solche Sachen, wo ihr wirklich Bosch super mitgedacht hatte. Gucken wir hier. Könnt ihr auch wirklich hier genau das so öffnen. Könnt es wieder schließen. Wenn ihr dann irgendwie mal reingucken möchtet. Also wirklich absolut hochwertig die Maschine. Dann gucken wir uns das doch einfach mal an, wie sich das Ganze hier wirklich bedienen lässt. Habe jetzt mal hier den Knethaken eingespannt. Geht total simpel. Ich zeige das gerade mal. Einfach hier oben reinstecken. Diese Schutzabdeckung hier nochmal fixiert oben, dass die sich nicht lockert. Das einstellen und dann habt ihr hier, wie gesagt, diesen Knopf an der Seite. Da zeige ich das gerade mal, wie sich das Ganze bewegt. Ihr könnt hier eben auf manuell schalten oder auf Stufe 1 zum Beispiel. Und dann legt er eigentlich soweit schon los. Da könnt ihr natürlich dann die Geschwindigkeit anpassen und das Ganze auch wieder ausschalten. Oder auch hier eben auf manuell schalten. Kommen wir jetzt mal zum ersten Test. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon mal die ganzen Zutaten reingetan für diese Vanillekipfel.
Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie die ganze Maschine sich hier wirklich schlägt. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen über die Kamera rüber. Es ist wirklich sehr leise. Also von der Lautstärke, die hier wirklich erzeugt wird auf Stufe 4, jetzt in dem Fall, es ist wirklich absolut angenehm. Man könnte sich ja ganz normal noch dabei unterhalten. Man sieht ja hier, wie schnell das wirklich geht, dass der Teig ja, perfekt zum Ausrollen hier ist. Also das hat jetzt eben in der Zubereitung, wie man hier auch im Video gesehen hatte, knapp eine Minute gedauert. Und von den reinen Zutaten bis hin zu dem, ich sag mal, fertigen Teig, ist wirklich jetzt, ich lass es mal hochkommen, 1,5 Minuten vergangen. Und die Maschine ist wirklich hier ratzfatz eben zum Ergebnis gekommen.